ich brauche was, also Amazon. Und da kam es immer so ein kleines Ding, was ich dann bestellt habe, in so viel Verpackung. Und dachte ich mir so, nee, also jetzt ist doch gut. Also ich muss mich ein bisschen informieren, weil das kann so nicht weitergehen. Hallihallo! Wie ihr ja schon wisst, war ich vor ein paar Wochen zum ersten Mal in so einem Unverpackt-Laden. Also so, wo einfach wo man reinkommt und wie der Name schon sagt, nichts verpackt ist. Ich glaube, das muss ich jetzt gar nicht erklären. Egal. Aber für die, die es noch nicht wissen, was ein Unverpackt-Laden ist, da kann man alles einkaufen ohne jegliche Verpackung. Also voll cool, wenn man Müll sparen möchte. Das Ding ist nur, er ist halt einfach mal eine Stunde weg von wo ich wohne. Und wenn ich halt Lebensmittel oder so einkaufen möchte und auch viele andere Sachen, kommt man da nicht, also kann ich da nicht alles einkaufen, weil ich schleppe nicht 150 Tupperdosen mit mir rum in meinem Rucksack und pendel da eine Stunde rüber. Außerdem ist der Laden auch ziemlich klein und da gibt es einfach nicht alles, was, also da gibt es wirklich alles, was man so braucht, aber vielleicht nicht alles, was man haben will, sagen wir es so. Darum, ich bin auch jemand, ja, ich kaufe Sachen online und geht halt nicht. Manchmal habe ich keine Zeit zu gucken, in welchem Laden gibt es das. Und wie gesagt, ich habe ja so ein bisschen schon informiert in dem letzten Video oder in ein paar Videos davor. Ich weiß nicht genau, wann ich das jetzt hochladen werde, aber habe ich mich informiert zu Modelabels, die quasi nachhaltig und Fairtrade produzieren und auch generell mit weniger Verpackungen das Zeug auch verschiffen. Und jetzt dachte ich mir, es muss auch noch ein paar Amazon-Alternativen geben, so für alltägliche Sachen, die man einfach braucht, abgesehen von Klamotten, weil das ist, glaube ich, sowieso nicht das Wichtigste auf der Welt. Also, jetzt habe ich ein paar Sachen für euch nochmal zusammengestellt, nach Kategorien, also Lebensmittel, Bücher und so weiter, wo ihr das auch online finden könnt, wo die das auch mit super, also möglichst wenig Verpackung euch verschicken und auch meistens gute, also nicht meistens, gute Qualität, Bio-Qualität auch sehr oft eben und genau, wo ich einfach sicher sein könnt, da ist auch gute Qualität, aber halt eben nicht Amazon. Ich habe auch diese ganzen auch Online-Resources, nicht Resources, Ressourcen, das deutsche Wort gibt es ja auch. Also ich habe diese ganzen Online-Ressourcen für euch in so einem umfassenden PDF-Guide zusammengestellt, den ich jetzt persönlich auch als Checkliste benutze. Den habe ich unten in der Infobox für euch reingepackt. Da findet ihr eine Übersicht zu ja, all den Online-Shops, die ich jetzt halt so als Anlaufstellen in meinem Hinterkopf behalten werde, um einfach zu wissen, wo finde ich was, wenn ich was brauche. Außerhalb von Amazon und Co., weil ich mich davor einfach überhaupt, ehrlich gesagt, überhaupt nicht auskannte. Und einfach, ich brauche was, also Amazon. Und da kam es immer so ein kleines Ding, was ich dann bestellt habe, in so viel Verpackung. Und dachte ich mir so, nee, also jetzt ist doch gut. Also ich muss mich ein bisschen informieren, weil das kann so nicht weitergehen. Ja, dann fangen wir jetzt am besten an. Wie immer, genug gelabert. Meine Intros sind viel zu lang, ich muss weniger labern. Also, los geht's. Fangen wir an mit der wichtigsten Kategorie Lebensmittel. Wo kriegt man die online und nachhaltig? Also Nummer 1 wäre mein Müsli-Laden. Da gibt es sehr hochwertige Sachen, auch in großen Mengen. Also ihr könnt dann gleich Großeinkauf machen online. Es wird plastikfrei verkauft, es ist Bio-Qualität und da findet ihr halt diese ganzen Basics auch, so Reis, Nudeln, aber wirklich riesige Vielfalt, super Anlaufstelle für Lebensmittel. Eine zweite Option wäre ein Naturlieferant. Die haben auch ganz viele so Küchenhelfer, die ihr euch dort bestellen könnt und generell so praktische Haushaltshelfer, aber auch Nüsse und Samen und die Sachen sind dann auch in Bio-Qualität und werden auch mit möglichst wenig Verpackung zu euch geliefert und gucken eben auch, dass man in großen Mengen die Sachen zu euch schickt. Ansonsten gibt es nochmal so kleine Portionierbeutel, aber auch achten die auf verpackungsfrei, soweit wie es halt möglich ist. Und die dritte Anlaufstelle, die ich jetzt noch gefunden habe für Lebensmittel, ist sogenannte Stübner Kräutergarten. Da gibt es auch sehr, sehr viele Lebensmittel in Bio-Qualität, also auch breit gefächert, nicht nur eine spezielle Sache. Und da müsst ihr aber ein bisschen auf die Bilder gucken, weil da sind nämlich anscheinend nicht alle Sachen plastikfrei. Und die Besitzer engagieren sich da auch sehr dafür, dass sie das komplett plastikfrei gestalten können. Aber manche Sachen sind einfach in Plastik oder in Plastik verpackt. Da einfach nochmal gucken und es steht auch immer in der Beschreibung dabei, wie es nochmal verschickt wird. Aber da ist auch der Großteil wirklich ohne Plastik.
Ich habe doch noch eine Sache vergessen. Vierte Sache wäre süß und clever. Denn ich denke mal, nicht alle sind jetzt halt so weit, dass sie sagen können, ich kann auf Süßigkeiten komplett verzichten. Egal wie gesund man lebt, viele mögen das doch einfach, haben so einen Sweet Tooth. Und bei dem Laden könnt ihr auch Süßigkeiten, aber auch so Nüsse und Samen haben die auch, einkaufen und online, wie gesagt. Und da einfach auch weniger Müll produzieren, wenn es euch zugeliefert wird, weil die achten auch auf sehr verpackungsfreundliche Verpackung. Ihr wisst, was ich meine. Genau, und dann haben wir die zweite Kategorie, und zwar Klamotten. Ja, ich weiß, ich habe schon mal jetzt über Klamotten geredet, aber das war ein Video zu Online-Shops für Klamotten in neuwertiger Qualität, also neuwertig. Halt nicht gebraucht. Und diese Seite will ich euch auch vorstellen, aber die kennt ihr bestimmt. Das ist Kleiderkreisel. Das ist eine Tauschbörse für Secondhand-Klamotten. Also da habe ich zum Beispiel irgendein T-Shirt, brauche ich nicht mehr oder gefällt mir nicht mehr. Und statt das halt einfach wegzuschmeißen, kann ich es abfotografieren, reinstellen, so wie eBay Kleinanzeigen und halt sagen, hey, hat da jemand Lust drauf? Und ja, man kann sie einfach Klamotten dort verkaufen oder tauschen. Und ja, ist einfach total die coole Alternative zu überhaupt neu kaufen, weil da kannst du einfach die Sachen, wenn ihr gar keine neuen Ressourcen verschwendet, um deine Klamotten herzustellen und so weiter und so fort. Genau, also schaut doch mal vorbei, Kleiderkreisel, falls ihr es noch nicht kanntet, aber das ist super bekannt. Ich glaube, das ist jetzt nichts Neues, was ich hier so erzähle. Und die dritte Kategorie sind Bücher. Das ist meine absolute Lieblingskategorie, glaube ich. Also es gibt nichts, für was ich mehr Geld ausgebe als für Bücher. Also es ist wirklich so, also ich liebe Lesen. Und da gibt es eine Anlaufstelle, die auch sehr, sehr gut ist online, um eigentlich verpackungsfrei die Bücher zu bekommen. Das ist Medimops. Da gibt es halt eigentlich hauptsächlich gebrauchte Bücher. Und die werden zu euch eigentlich geschickt, echt unverpackt. Also wenn ich mal was mit Medimops bestelle, dann kommt das gebrauchte Buch, das liegt einfach irgendwann im Briefkasten drinnen, ohne irgendwelches Großes drumherum. Und meistens auch viel billiger natürlich als das neue Buch. Weil du kannst ja nicht alle Bücher neu kaufen, weil, da kostet arsch viel. Kostet ziemlich viel und ja, irgendwie gebraucht ist ja auch genauso gut, solange da jetzt niemand Kaffee über das ganze Buch verschüttet hat. Und meistens sind die in total guter Qualität. Genau, das zum Thema Bücher. Dann die vierte Kategorie ist Bad, also alle möglichen Sachen, die man halt für Körperpflege und bla braucht. Da sage ich natürlich immer, selber machen, wenn es geht, aber natürlich nicht alle Sachen kann man selber machen und man braucht einfach auch manchmal Anlaufstellen, wo man das Zeug herkriegt. Und da will ich immer anfangen mit Savion. Bei Savion findet ihr eine riesige Auswahl an Seifen und Haarseifen, also Haarwaschseifen, so feste Dinger, die ich ja auch gekauft habe in diesem Unverpackladen, wo ich jetzt mal drin war, die ich auch noch testen werde. Und da, wie gesagt, könnt ihr euch austoben, da gibt es für jedes Haar die passende Haarwaschseife oder sonst was. Also da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Der zweite Laden, den finde ich ziemlich cool, der heißt Kulmine. Das ist jetzt aber wirklich was nur für die Frauen. Da gibt es nämlich alle möglichen Artikel zu deiner Monatsblutung, also Menstruationstassen. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, könnt ihr hier oben auschecken. Oder auch waschbare Binden. Also wenn ihr jetzt mit Menstruationstassen nicht so klar kommt, kann man mit diesen waschbaren Binden es auch mal ausprobieren. Und die stellt das alles, viele Sachen sogar macht sie selber mit Hand, die Gründerin von dieser Seite. Und die macht die Produkte, da achtet sie auch drauf, dass sie alle aus Biobaumwolle sind, aus guten Materialien. Das ist auch vor allem wichtig für uns Frauen bei der Monatshygiene, dass da auch eben keine toxischen Stoffe an unseren Körper reinkommen, weil wir da ja besonders alles absorbieren, sagen wir es mal so. Und da findet man auch auf der Internetseite super viele Infos bezüglich der Herkunft von den einzelnen Stoffen, die sie da verwendet in den Produkten. Also auf jeden Fall was zum Auschecken für die Mädels da draußen. Eine andere Anlaufstelle wäre auch noch Dille Camille. Das ist ein lustiger Name, finde ich. Auch rund um das Bad, auch sowas wie Handtücher. Also da findet ihr auch ziemlich viel. Und dann noch was zum Monatshygiene. Das wäre doch der vierte Shop, den ich euch vorstellen möchte. Der heißt Blumenkinder. Da geht es dann auch wieder für die Mädels Monatshygiene und alles, was dazugehört. Und die vorletzte Kategorie ist Haushalt. Alles, was da eben dazugehört, findet ihr bei Pure and Green. Ja, einfach durchschmökern, ob Bienenwachstücher, Töpfe, glaube ich, also wirklich, wie gesagt, alles Putzmaterialien, Utensilien, findet ihr dort auf jeden Fall was.
Und das allerletzte, ich glaube, das ist die sechste Kategorie, komme zählen immer voll durcheinander hier, wäre Hinterauer. Ich schaue mal kurz nach, ob ich es richtig habe. Ja, genau, also es war Hinterauer. Da gibt es nämlich alles Mögliche, das finde ich richtig, richtig cool, für Kosmetik-DIYs. Und ich werde nämlich sehr, sehr oft gefragt unter in den Kommentaren von meinen Videos zu DIY-Beauty-Produkten, hey, wo kriegst du das Zeug her? Und dann sage ich halt, ja, es gibt in München so einen Laden, da fahre ich dann immer extra rein in die Stadt, kauf's mir dort. Aber die sagen, logisch, ich wohne nicht in München, wo kriege ich das Zeug her? Und ich habe endlich einen Online-Shop gefunden, wo man alles, ob jetzt irgendwie Behälter, Apfeldöschen, ätherische Öle, diese ganzen Butter und so weiter und so fort, also Shea-Butter, Jojoba-Öl, dieses ganze Zeug, was man eben braucht für simple oder nicht simple, je nachdem wie viel Zeit und Kraft man da reinstecken möchte, Beauty-Produkte, das ganze Equipment findet ihr dort. Das ist ein Online-Shop, tobt euch aus. Genau, also das fand ich auch ziemlich cool, weil natürlich, man will ja auch irgendwie flexibel bleiben und nicht nur an einen Ort gebunden und falls man mal umzieht und so, einfach gut die Anlaufstelle zu kennen, dass es da online auch was gibt. Und die achten, wie gesagt, alle, die ich erwähnt habe, auf möglichst plastikfrei verschicken, Verpackungen möglichst weglassen. Die haben meistens so gar keine Verpackungen. Sehr gute Bio-Qualität, Rohstoffe, Preis ist auch völlig fair. Und genau, wie gesagt, unten habe ich alles verlinkt in einem kostenlosen PDF-Guide. Also meine Checkliste teile ich einfach mit euch. Findet ihr eine Übersicht zu den ganzen Kategorien und den zusätzlichen Shops. Schaut da gerne vorbei. Finde ich, erspart sehr viel Verwirrung und Arbeitsaufwand. Und nochmal ganz kurz, habe ich ganz vergessen zu sagen am Anfang vom Video, ich werde von niemandem gesponsert. Ich werde nicht bezahlt dafür, dass ich euch diese Namen jetzt diese Firmen genannt habe. Das ist nur meine persönliche, was ich persönlich für mich herausgefunden habe und das teile ich deshalb mit euch. Genau, also hier Disclaimer, Transparenz ist nichts. Ich werde von niemandem irgendwie finanziell unterstützt. Ansonsten würde ich das auch immer markieren und kenntlich machen, wie es halt so gehört, gell? Genau, ich hoffe, das hat euch gefallen und konntet, also ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ihr konntet was daraus mitnehmen. Falls ihr irgendwelche coolen Anlaufstellen kennt, bitte lasst es mir gerne in den Kommentaren da. Ich habe mir einen Heideaufwand gemacht, um mich da überhaupt einzulesen, einzufinden, was es da so gibt und wo ich das Zeug herkriegen könnte online. Falls ihr deshalb was kennt, gerne, gerne, lasst es mir in den Kommentaren da. Da kann dann jeder davon profitieren, ich auch eingeschlossen, weil das sind nur ein paar Anlaufstellen. Vielleicht gibt es ja noch coolere Sachen, wer weiß. Genau, dann ist jetzt auch nächste Woche Dienstag wieder bei einem neuen Video. Bis dahin werde ich wieder rumprobieren mit meinen ganzen Zero-Waste-Sachen, wie gut das so klappt. Genau, also dann, meine lieben, wunderschöne Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis dann, tschüss.